Wenn es ums Thema Beschichten geht, ist die IGP Powder Coatings für Sie da. Mein Name ist Sadat Yakupi und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Heute schauen wir uns die Schichtdicke an. Das Erreichen der vorgesehenen Schichtdicke ist eines der wichtigsten Ziele bei der Beschichtung. Von den funktionalen Anforderungen bis hin zu den ästhetischen Ansprüchen ist es unabdingbar, die geforderte Schichtdicke einzuhalten. So muss zum Beispiel im Bereich des Korrosionsschutzes die erforderliche Schichtdicke aufgebracht werden, um den Barriereschutz gegen Feuchtigkeit in der dafür vorgesehenen Korrosionsschutzklasse zu gewährleisten. Auch die mechanischen Eigenschaften können bei Nicht-Einhalten der Schichtdicke in Mitleidenschaft gezogen werden. Ist die Schichtdicke zu hoch, kann ein nachträgliches Biegen oder Abkanten des Werkstückes bei der Montage zu Rissen in der Beschichtung führen. Bei einer zu geringen Schichtdicke hingegen kann der Untergrund nach dem Einbrennen noch sichtbar sein, sodass die Deckkraft ungenügend bleibt. Hat man dann noch ungleichmäßige Schichtdicken von einem Werkstück zum nächsten bzw. einmal zu viel und einmal zu wenig Pulver, entsteht ein nicht gewollter Fachunterschied. Bei fein- oder grob strukturierten Pulverbeschichtungen kann eine ungleichmäßige Schichtdicke zu einer inhomogenen Oberflächenstruktur führen. Es ist grundsätzlich ratsam, sich an den Angaben des jeweiligen Produktes im technischen Merkblatt zu orientieren. Die Ursachen für eine ungenügende Schichtdicke können sehr vielfältig sein, zum Beispiel eine mangelnde Erdung, defekte Pistolen, zu wenig Strom, zu geringer oder zu hoher Pulveraufstoß bzw. eine unregelmäßige Förderung, ein zu kleiner oder zu großer Sprühabstand oder eine falsche Sinuskurve. Dies sind nur einige Beispiele dafür. In unserem Service Guide finden Sie weitere mögliche Ursachen zu ungenügenden Schichtdicken sowie zu weiteren Themen im Bereich Fehlerbilder in der Pulverbeschichtung. Fordern Sie jetzt gleich an. Um Sie fit für die Verarbeitung unserer Produkte zu halten, bieten wir Ihnen auch individuelle Trainings an. Die IGP wünscht Ihnen weiterhin viel Spaß bei der Verarbeitung unserer Produkte und bis zum nächsten Mal.